Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Devil May Cry 4. Wir sind hier stehen geblieben nach Belial und wir müssen hier, glaube ich, zurückgehen. Ja, sieht ganz danach aus, als ob wir richtig wären. Das ist der Teil vom Anfang. Sehr schön. Dann erledigen wir das doch. Oi, einfach nur draufbleiben, dann kann ich auch so killen. Cool. Stirb, nur so am Rande. Du übrigens auch. Nur, dass ich mit dir einer Meinung gewesen bin. Tja, da ist ein Geistlein weniger, das stört. Na? Wollen wir ein bisschen spielen? Tja. Ich glaube kaum. Ihr wollt's doch echt auf die harte Tour. Ja, lächerlichen Piepmatze. Ihr seid doch die heiligen Wachen, ne? Von diesem Oberherr Felderrichter. Komm runter. Ich sagte nicht, mach mir Damage. Ich sagte, komm runter. Du Olla Homo-Fürst. Na? Na, habt ihr jetzt endlich genug von mir? Und du kannst gleich wieder runterkommen. Aha. Siehst du? Was willst du denn jetzt tun? Außer ausweichen kannst du nichts. Und dein Damage ist gleich gar nicht vorhanden. Ne? Sobald ich den Devilbringer einsetze. Leider ist der, wie gesagt, nicht mehr so OP wie im früheren Teil. Ey, hier. Kann man auch noch rein. Hier sollte man auch nicht rein. Okay, dann müssen wir durch den Seiteneingang rein. Mal gucken, gegen wen wir denn hier jetzt müssen. Könnte sein, dass wir fast zwei Bosse in einem Part hätten machen können, wenn ich nur schneller gewesen wäre. Oh ja, sieht danach aus. Judgments interest me not. For I am here to reclaim what is rightfully mine. Na dann. Sehr nice. Warum ich das jetzt gerade mache, ist, weil
der Kampf nur nervig sein kann. Gut, ich zeige euch mal, bis er mir über die Hälfte an Leben weggenommen hat, dann werde ich ihn massakrieren. Na los! Oh, das war jetzt Glück. Im Unglück. Hä? Scheiße, ne? Und du? Was machst du jetzt hier? Okay. Ihr seht gerade, was der Pisser gemacht hat. Hat mir Lebensenergie entzogen, deswegen ist er ja so nervig. Nein, vergiss es. Dir gebe ich sowas aufs Fressbrett. Nee, ich weigere mich. Nein, tschüss. Auch wenn ich jetzt ein bisschen Damage kassiert habe. Ist okay. Du lächerliche Schweinepriester. Du machst selbst mir noch Damage. Wir müssen den immer aufhalten, wenn er das versucht zu machen. Ihr könnt es zwar auch auf die normale Weise versuchen, aber egal. So, endlich. Wir haben ihn besiegt. Mit Combo aus Double Trigger und Rebellion. Oh ja. Das ist ein Halbdämon. Oh ja. What is it the demons lack? Please, for the sake of my research, please tell me. No. If you're gonna continue your research in the next world. No. Do you not want first? Tja, das war's mit dir, du kleiner Wicht. Dann doch mit dir. Rest hat Dante gemacht. Badabam! Jetzt haben wir einen Teleporter. Wahrscheinlich geht's jetzt echt gegen Ende zu. Wundervoll. Jetzt noch tiefer rein. Halali. Ja. Diese Folge wird ja echt spannend. Da kriegt ihr keine zwei Folgen. Vergesst es, Leute. Ja gut, wegen dem anderen Paar kriegt ihr vielleicht zwei. Außer ich habe Belial dort noch drinne. Nee, stimmt. Nee. Dieser Part wird, glaube ich, der dritte sein. Dazu einfach ja gerade Belial gekommen ist. Und jetzt sind wir fertig. Wir haben Yamato wieder. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt hier weitermachen. Direkt. Und hoffen, wir haben endlich genügend... Material, um alles hochzutechen. Guckt euch das an, was mit Yamato möglich ist.
Wozu die anderen Schwertbewegungen noch waren, das ist eine Frage. Eigentlich dachte ich, dass der komplette Stein zerbröselt wird, aber okay. Und von mir aus? Oh. Ach, Dante. Ich hätte auch gerne mal wenig mit Trish rumgeballert oder so. Bist du ein Arschloch? Naja, aber hier geht's auf jeden Fall weiter. Stellen Sie sich dem Erlöser. So wird es im nächsten Part weitergehen, wenn es denn wieder heißt. Devil May Cry 4, sei dabei. Tiddle!